muss der erste FC Bayern München bald aufgelöst werden? Der eine oder andere von euch wünscht sich das vielleicht, doch so einfach ist es nicht. Mehr dazu in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und es gibt wahrscheinlich in der deutschen Fußball-Bundesliga keinen Verein, der mehr polarisiert, aber auch leider keinen Verein, der erfolgreicher ist als der erste FC Bayern München. Als Kölner oute ich mich damit natürlich sofort, denn natürlich bin ich erster FC Köln-Fan und nicht gerade Bayern-Fan. Da sympathisiere ich doch schon eher mit den Dortmundern. Und vielleicht kann man mit dem FC Bayern München als Verein gar nicht mehr so lange sympathisieren, denn es ist jetzt die Auflösung des Vereins beantragt worden. Und zwar von keinem Geringeren als dem Osnabrücker Juraprofessor Lars Leuschner. Er ist Professor für bürgerliches Recht und sagt, so wie die Bayern den Fußballverein führen, entspricht das nicht mehr dem Idealverein, wie er im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt ist. Es ist zwar so, dass die Profiabteilung der Bayern ausgelagert worden ist, aber der FC Bayern München Verein hat noch die Steuerungsmacht über die Profis und insofern wurden beim FC Bayern alleine im Jahr 2015 eine 500 Millionen Euro umgesetzt und das entspricht nicht mehr der Nebentätigkeit, die ein solcher Verein nur auslösen darf. Vereine sollen eben in Deutschland nicht wirtschaftlich tätig sein. Und genau dagegen wendet sich Professor Leuschner. Das Interessante ist, dass Herr Leuschner sogar die Meinung vertritt, dass Bayern das alles richtig macht. Warum beantragt er also die Löschung? Weil er hofft, dass er verliert. Er hofft, dass er verliert, um endlich Rechtsklarheit zu bekommen. Er sagt, es ist so hoch umstritten, ob diese Fußballclubs überhaupt als Verein organisiert werden dürfen, die ideellen Zwecken dienen. Und es wird so sehr behauptet, dass das nur noch Wirtschaftsbetriebe sind, dass wir das jetzt ein für alle Mal klären lassen wollen. Und deswegen hat er diese Frage zu Gericht gebracht und hofft, dass er verliert. Denn ansonsten, wenn er gewinnt, werden auch noch andere Fußballclubs massive Probleme bekommen, müssen sich umstrukturieren und neu organisieren. Manche Fußballclubs sind sogar so weit gegangen, dass sie nicht einmal ihre Profiabteilung ausgelagert haben. Da sind die Profis sogar im Verein selbst drin. Das ist noch schwieriger da, nur von ideellen Zwecken zu sprechen. Das ist zum Beispiel bei Schalke, Mainz oder Stuttgart so. Und die müssen erst recht zittern, wenn es in dieser Fragestellung zu einem Urteil kommt. Bleibt vielleicht nur die Frage, warum muss ein Fußballclub überhaupt als Verein organisiert sein? Naja, weil in der deutschen Fußballliga eben Lizenzen nur an Vereine vergeben werden und deswegen kann man nicht einfach einer Aktiengesellschaft da die Lizenzen geben. Deswegen gibt es dort noch diese Vereinsstrukturen und es muss ein Umdenken erfolgen, auch bei der deutschen Fußballliga, wenn diese Vereinsstrukturen im Profifußball aufgelöst werden. Die Chancen für eine Auflösung sind gar nicht so schlecht, denn das Amtsgericht München, wo der Fall jetzt auch hängt, hatte auch im Fall des ADACs schon mal gesagt, dass dort eine sogenannte Entherrschung stattfinden muss, dass auch der ADAC nicht mehr dem ideellen Verein entspricht, so wie es vorgesehen ist. Die Umstrukturierung des ADACs, auch nach einigen Korruptionsskandalen, hat 30 Millionen Euro gekostet. Aber da ist jetzt mehr Rechtssicherheit geschaffen worden. Ja, wie das bei den Fußballclubs wird, das steht noch in den Sternen, aber es wird bald darüber entschieden. Und wie immer seid ihr die Ersten, die es dann erfahren werden. So, und jetzt die obligatorische Frage an jeden für euch. Was ist der beste Fußballclub der Welt? Postet es bitte in die Kommentare. Ich will jetzt aber wirklich die gesamte Liga hier vertreten sehen. Bin gespannt, wessen Clubs-Fans ihr seid. Ich habe mich geoutet. Erster Club ist FC Köln natürlich, zweiter Club Dortmund. Und da Köln ja einen ganz guten Start hingelegt hat, hoffen wir ja dann immer gleich schon auf Champions League. Aber das ist die übertriebene Euphorie der Kölner. Ich bin auf eure Kommentare jedenfalls gespannt. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald.